Wir gehen, glaube ich, den Weg. Die Einwohner werden den Mut verlieren und die Arbeitsleistung fällt um 10%. Wir wissen nicht, wohin es geht, aber wir versuchen es. Unsere einzige Option ist es, so viele Einwohner wie möglich mit dem Landrettnord, den wir nicht vollständig zerlegt haben, zu evakuieren. Wir müssen das Evakuierungszentrum bauen. Dann schicken wir Ingenieure los, um den Landrettnord umzubauen. Wir brauchen Stahl und Dampfkerne, um Decks in bewohnbare Kabinen umzuwandeln und außerdem Essensrationen für die Reise. Gut, baue das Evakuierungszentrum. Baue das Evakuierungszentrum. Wo kann ich das bitte hinbauen? Hier kann ich das hinbauen. Dann bauen wir das mal hier. Schicke Ingenieure zum Landdreadnought. Fehlfunktionen sind weder schwerwiegend noch geringfügig, wird eine angemessene Zeit in Anspruch nehmen. Okay, jetzt könnten wir theoretisch die Ingenieure abziehen und dann hier wieder einfügen. So ein paar Forschungsstationen. 20 hätten wir immer noch zur Verfügung. Die Sanitätsstationen brauchen wir vorerst mal nicht. Die werde ich mal deaktivieren und die restlichen 20 Ingenieure mal vorerst hier in die Reparaturstation bringen. Mal schauen, ob das die richtige Entscheidung war, die Leute nicht anzulügen. So, ich gehe zuerst mal hier zum Späherteam. Hier ist ein Orientierungspunkt, da finden wir eine Stahlbrücke. Ich frage mich immer noch hier. Anzahl an Bord. Okay, wir müssen hier erst Ingenieure hinschicken. Darum war das ein anderes Symbol. Okay, Stahlbrücke, 11 Stunden bis zur Ankunft. Was haben wir hier? Verbesserungen an der Reparaturstation. Die Evakuierung so vieler Einwohner wird Zeit brauchen. Der Generator muss aber so lange wie möglich arbeiten. Glücklicherweise haben unsere Ingenieure einige Ideen, wie sie die Effizienz der Reparaturstation erhöhen können. Der Technologiebaum wird geöffnet. Sehen wir uns das mal an. Oha. Oha. Okay, Reparaturstationseffizienz. Steigert die Effizienz der Reparaturstation. Okay. Generatorreparatur mit Holz und Stahl voranbringen. Und was haben wir hier? Das weiß ich gar nicht. Optimierte Schichten, Reparaturstationseffizienz 2 und 3 und hier Notfall. Dann werde ich mal das hier abbrechen und dafür die Effizienz erforschen. Vielleicht hilft uns das irgendwas. Die Hoffnung, die ist natürlich gerade wieder so ein bisschen im Keller. Aber das soll mir gerade relativ wurscht sein. Wir werden mal die Patrouille unterzeichnen. So können wir nämlich hier den Propagandabericht anfertigen und hier die Patrouille. So haben wir nämlich wieder ein bisschen Hoffnung dazu gewonnen. Ein Kind ist zur Wachstation gekommen und hat der Wache einen Stoffhund gegeben. Er hat gesagt, dass sie den Hund mitnehmen sollen, wenn sie nachts auf den Straßen unterwegs sind. Scheint, dass die Einwohner die harte Arbeit derjenigen zu schätzen wissen, die in unserer Stadt für Ruhe und Ordnung sorgen. Das ist ganz, ganz toll. Und hier haben wir jetzt das Evakuierungszentrum gebaut. Bemanne den Landdreadnought. Das Evakuierungszentrum ist einsatzbereit. Wir können jetzt Ingenieure zum Landdreadnought schicken. Sobald sie dort sind, werden sie mit den Rohstoffen, die wir ihnen geschickt haben, den Wiederaufbau beginnen können, damit er wieder betriebsbereit ist. Das Evakuierungszentrumfenster wird geöffnet. Okay. Und das funktioniert jetzt wie? 25 Leute müssen wir da hinschicken. Dann werde ich mal 5 hier raus. Und alle 20 mal hier raus. Ob das eine gute Idee ist, wage ich zu bezweifeln. Weil wir schicken mal 25 Ingenieure hin. Und schauen mal, vielleicht. Oh! Also ganz ehrlich, wenn sie sich für das Endlosspiel solche Sachen ausdenken, dann wäre das Endlosspiel wirklich richtig, richtig schnieke. So, ein Tag braucht das. Einen Tag braucht das, okay. Restliche Zeit 13 Tage. Hätte ich natürlich mir ein bisschen Zeit lassen können eigentlich. Aber okay.
ist jetzt auch nicht so schlimm. Theoretisch könnten wir auch noch eine weitere Sanitätsstation sperren momentan. Gesundheitssanität. Halt. Nicht anklicken, sondern bloß mit der Maus drüber gehen. Hier drüben zum Beispiel die Sanitätsstation, die können wir eigentlich auch gerade ausschalten. Brauchen wir nicht. Genauso wie wir hier die zwei eigentlich auch ausschalten können, sodass wir hier bloß noch einen haben. Hier für mehr Forschung und 10 kommen mal in die... ins Reparaturzentrum. Vielleicht nützt uns das irgendwas. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn der Generator erstmal ausfällt, der wirklich komplett ausfällt. Und das fände ich nicht so sonderlich toll. Vor allem, da wir nicht wissen, ob die Temperatur auf unserer Seite ist oder nicht. Und das gefällt mir so überhaupt rein gar nicht, dieses Ungewisse. Aber die sind... Oh, die haben einen Automaton gefunden. Die Brücke wird von einem Automaton gewartet. Seine Aufgabe ist es, sie für Rohstofftransporte über die Schlucht von Schnee zu befreien. Mechanisches Personal. Der Automaton arbeitet unermüdlich daran, die Brücke frei von Schnee und für die Transporte passierbar zu halten. Wenn wir ihn in die Stadt schicken, würden wir alle Außenposten entlang dieser Route abschneiden. Die Späher könnten die Brücke weiterhin überqueren. Wir werden später entscheiden, was mit dem Automaton geschehen soll. Da haben wir ein Eisenerzvorkommen und ein steinernes Schiff. Dann schauen wir uns das mal zuerst an. Und können dann immer noch entscheiden, ob wir den Automaton da mitnehmen oder nicht. Verdammt, der Generator ist ausgefallen. Also ist es doch wahr, wir werden alle sterben. Der Generator ist tot. Wie konnte das passieren? Gut, Generatorausfall. Der Generator ist einfach ausgegangen. Jetzt wissen wir auch, was mit Winterheim passiert ist. Was noch viel schlimmer ist, die Belastung steigt weiter an. Das Hauptrücklaufventil muss beschädigt sein. Die Leute befürchten, dass der Generator explodieren könnte. Unsere Ingenieure arbeiten bereits an einer Übergangslösung. Die Reparaturstation ist unterbesetzt, also müssen wir mehr Ingenieure einstellen, wenn die Reparatur nicht so lange dauern soll. Die Hoffnung sinkt erheblich, du musst den Generator reparieren, bevor er durch die steigende Belastung explodiert. Der Generator fährt herunter. Ein Tag, 22 Stunden würde das dauern. Das ist natürlich viel zu lange. Darum werden wir mal die Ingenieure, die wir beiseite schaffen können... 24 Stunden ist immer noch zu viel. Das ist immer noch zu viel. Krankenhaus möchte ich die Leute eigentlich nicht abziehen. Aber ich glaube, das muss ich dann relativ bald sogar machen. Ich werde einen drin lassen, einen Arzt. Und hier dauert das 15 Stunden. Der Generator ist kaputt. Und vor allem, wir wissen halt wirklich nicht, wie das Wetter sein wird. Es kann genauso sein, dass es jetzt sofort um 2 Stufen kälter wird oder sogar noch mehr. Kein aufgetankt möglich. Ein Automaton hat aufgehört zu arbeiten, weil er sich nicht am Generator oder Dampfzentrum auftanken konnte. Er muss dies zweimal am Tag tun. Um ihn wieder einsatzbereit zu machen, müssen wir den Generator einschalten. Das ist schön. Ich dachte, es ist gerade irgendwas total Schlimmes passiert, aber Gott sei Dank nicht. Das Einzige, die Effizienz, würde ich eigentlich gerne noch erforschen wollen. Und könnte ich, mal angenommen, ich ziehe den auch weg... Okay, das funktioniert nicht. Da muss hier einer drin bleiben. Dann muss hier einer drin bleiben. Und hier müssen wir einfach hoffen, dass es so schnell wie nur möglich funktioniert. Oh, halt, hier haben wir ja immer noch ein paar Ingenieure. Das heißt, 8 Stunden, 13 Minuten. 8 Stunden, 13 Minuten. Und das ohne Hitze.
Oh je. Es wird natürlich kälter. Bloß um wie viel wird es kälter? Um 10 Grad wird es kälter, also um eine Stufe. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Gefällt, Gottes Willen. Ja, we must work harder. Ich weiß. Ich würde auch gerne. 5 Stunden brauchen wir noch. Ich hoffe, dass keiner stirbt in der Zeit. Eine Eisenader ist durch einen schmalen Riss im Eis zu sehen. Das Eisenerzvorkommen ist ergiebig und leicht zu erreichen. Wir könnten hier einen Außenposten errichten, um das Eisenerz weiter zu verarbeiten und die Stadt mit Stahl zu beliefern. Das ist gut zu wissen. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen, aber okay. 12 Stunden bis zum nächsten Ziel. Warum sind da eigentlich 3 krank? Die sollen hier bitte ins Krankenhaus gehen. Immer noch 4 Stunden. Der Generator fährt weiter herunter. Gleich ist er komplett aus. Jetzt ist er komplett aus. Die Heizung ist komplett ausgefallen. Aber hier in 1 Stunde 30 Minuten, das sollten sie schon aushalten. Das sollten sie schon aushalten. So, der Generator ist wieder betriebsbereit. Und sie können ihn sicher in Betrieb nehmen. Der nächste Ausfall wird aber schwieriger zu reparieren sein. Wenn sie die Reparaturstation mit Ingenieuren besetzen, können sie den Generator überwachen. Wenn er wieder ausfällt, würde das die Reparatur beschleunigen. Aber wir gewinnen dadurch nur ein wenig Zeit. Wir sollten uns auf die Evakuierung konzentrieren. Gut, das heißt, wir werden erstmal wieder unsere Forschungsstationen besetzen und den Generator wieder auf die Dampfstufe 2 schalten. Ich glaube, das müsste eigentlich reichen. Was haben wir denn hier Tolles? Eine entrüstete Frau. Unsere Wachen haben diese Frau gemeldet, weil sie auf ihren Patrouillengängen attackiert hat. Sie hat sie beschimpft und mit ihren Fäusten auf sie eingeschlagen, als sie sie herbrachten. Ich wäre auch von selbst gekommen, sagt die Frau. Diese Schweinehunde belästigen mich Tag ein, Tag aus und ich bin es leid. Sie sagen, sie müssten überprüfen, ob alles in Ordnung ist, aber das ist nur eine Ausrede, um mir nachzustellen. Weiß die Wachen zu Recht, die Hoffnung steigt leicht an. Immerhin ein bisschen. Die Patrouille können wir auch mal wieder aktivieren, sodass die Hoffnung steigt. Weil, warum nicht? So, die Reparaturstationseffizienz ist erforscht. Das heißt, wir können jetzt optimierte Schichten. Beschäftigen Reparaturstationen weniger Leute, minus 10 Ingenieure. Das klingt doch ganz gut. Steigern die Effizienz um weitere 10%. Ich werde zuerst die Effizienz erforschen und denen wahrscheinlich auch eine Notfallschicht dann am Ende des Tages übergeben. Und unsere 25 Ingenieure sind gleich am Dreadnought. Perfekt. Mhm. Anzahl an Bord 25, bestehend aus 25 Ingenieuren. Interessant. Was haben wir denn hier? Die erste Besatzung vor Ort. Die erste Mannschaft hat gerade dann den Land-Dreadnought erreicht. Sie können mit der Ausbesserung beginnen. Die Evakuierten werden Kabinen und Essensrationen brauchen. Stellen wir ihnen dies nicht zur Verfügung, werden sie auf der Reise sterben. Je mehr Leute wir schicken, desto mehr benötigen sie. Sie müssen für Ausgewogenheit sorgen, damit die Evakuierung erfolgreich ist. Um das erste Deck zu Kabinen umzubauen, werden wir 300 Stahl und einen Dampfkern benötigen. Um die Leute, die sich momentan auf dem Land-Dreadnought befinden, zu versorgen, werden mindestens 250 Essensrationen benötigt. Okay, schicke Stahl. Oh, meine Güte. Das ist wirklich eine nette Idee, muss ich schon sagen. Das ist wirklich, wirklich eine nette Idee. Würde jetzt bloß gerne wissen, wie ich hier schicke Stahl zum Land-Dreadnought. Ah, Kabinen und Vorräte. So funktioniert das. Okay. Wir brauchen 300 Stahl.
Wir brauchen 300 Stahl. Und einen Dampfkern, wenn es mich nicht ganz täuscht. Genau. Das heißt, wir hätten einmal Kabinendecks. Und was brauchen wir noch? 250. Dann schicke ich mal 300 los. Schicke einen Dampfkern und Dings und Dings. Schicke einen neuen Transport. Gut. Das braucht jetzt wieder einen Tag. Wir haben den Landrettnort umgebaut, um einfache Unterkünfte und eine Versorgung zu bieten. Jetzt müssen wir genügend Kohle schicken, um ihn zu starten. Danach wird er abfahrbereit sein, wenn sie es befehlen. Sind jedoch noch eine Menge Einwohner in der Stadt. Wenn wir mehr von ihnen evakuieren wollen, müssen wir ausreichend Kabinen und Proviant zur Verfügung stellen, ansonsten könnte die Reise böse enden. Wie wir mit der Evakuierung fortfahren, liegt alleine bei ihnen. Evakuiere Winterheim 12 Tage. Schicke Kohle zum Landrettnort, um ihn mit Treibstoff zu versorgen. 5000 Kohle. Schicke Einwohner noch. Also 500 Einwohner sollten wir dorthin schicken. Essensrationen. 5000 Essensrationen und wandle weitere Decks in Kabinen um 5. Gut, also Dampfkerne hätten wir theoretisch noch 4. Das heißt, wir könnten knapp das dritte hier umwandeln. Und wir könnten schon mal ein paar Einwohner hinschicken, theoretisch. Bloß dafür bräuchten wir dann mehr Nahrung. Ich werde mal die 4 Dampfkerne schon mal hinschicken. Genauso wie nochmal 90 davon. Hier werde ich mal nochmal 150... Ach, kann nicht mehr als eine Expedition. Das ist doof. Das heißt, es braucht einen Tag hin. Es braucht einen Tag hin. Okay. Wir könnten also jederzeit... Jederzeit könnten wir los. Dann werde ich mal hier noch ein paar Rohstoffdepots hinbauen. Damit wir dort ein bisschen Kohle einlagern könnten. Unser Außenpostenteam steht eh schon seit 10.000 Jahren vor der Haustür. So, das heißt Kohle hier. Und hier, egal ob ihr möchtet oder nicht, wir werden hier Notfallschichten in Auftrag geben in der Werkstatt. Gefällt mir persönlich nicht so unbedingt, aber ich möchte forschen. Wir müssen so schnell forschen, wie nur irgendwie möglich. Damit der Generator nicht einfach den Geist aufgibt. Das wäre nämlich ein bisschen suboptimal. Wir können ihn für weitere Expeditionen nutzen. Super. Unterirdischer Schutzraum. Ein Unterschlupf für unsere Wissenschaftler, die die Weiten des Frostlands erkunden. Das heißt, hier sind eventuell noch ein paar Ingenieure. Das wäre gerade sehr, sehr praktisch. So, ein Einwohner ist gestorben. Natürlich ein Ingenieur, aber das liegt mit hier der Notfallschicht zusammen. Wir müssen das Opfer bringen, um zu überleben. Die Unzufriedenheit steigt an. Das soll mir aber gerade relativ egal sein. Der eine Tod, der kommt immer. Da kann man machen, was man möchte. Da wäre es eigentlich schlauer gewesen, irgendwelche Arbeiter arbeiten zu lassen. Aber okay. Optimierte Schichten werden wir jetzt auch mal erforschen. Und hier habe ich auch den zweiten. Ja, den zweiten habe ich auch mit Kohle ausgestattet. Das ist toll. Das heißt 5000 Kohle. Eigentlich könnte ich hier nochmal 2 Rohstoffdepots bauen, falls wir denn Stahl hätten, was ich aber nicht habe. Und ein Außenpostenteam, dafür brauchen wir auch 20 Stahl und eine Forschung. 20 Stahl und eine Forschung. So, wir könnten ein neues Gesetz in Kraft setzen. Wie wäre es denn mit der Morgenversammlung? Das klingt doch gut. Steigern von Zeit zu Zeit leicht die Hoffnung. Immer wieder toll.
Das Einzige, es ist ein Bewohner zu viel krank. Es ist ein Bewohner zu viel krank. Dann werde ich mal das Ding hier wieder aktivieren. Damit wenigstens unsere Einwohner alle im Dings sind, im Krankenhaus bzw. in der Sanitätsstation, nicht, dass sie sofort sterben. Warum werden jetzt so viele Leute krank? Das gibt's doch nicht. Ich würde gerne wissen, warum sie krank werden. Das würde das um einiges erleichtern. Aber okay. Aber okay. Also hier könnten wir theoretisch noch ein paar mehr Prothesen bauen. Ich mag es ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass hier gerade, also dass es außerdem noch ein bisschen kälter wird, das gefällt mir auch überhaupt gar nicht. Da wir hier dann mehr Kohle benötigen, und die Kohle benötigen wir eigentlich gerade für was anderes. Die Notfallreparatur kann ich nicht erforschen, weil nicht genügend Stahl. Weil nicht genügend Stahl. Da arbeitet leider auch bloß ein Automaton drin. Das heißt, das hilft uns soweit eigentlich nicht viel. Als wir den Unterschlupf betreten, werden wir herzlich von einer Gruppe Wissenschaftler und Entdecker gegrüßt. Wir haben einige vielversprechende Ansätze, aber ich kann verstehen, dass die Erkundung von Frostland in unserer Lage keine oberste Priorität hat, sagt der Teamführer. Sollen wir diese Leute in der Stadt, in die Stadt versetzen? Einige vielversprechende... Wir werden später entscheiden, was mit den Wissenschaftlern geschehen soll. Und bringen die Wissenschaftler... Die Frage ist, was... dass die Erkundung von Frostland in unserer Lage keine oberste Priorität hat. Wir haben vielversprechende Ansätze. Ich werde sie mit ihrer Forschung fortfahren lassen und hier zur Schneeklippe mich begeben. Ich weiß nicht, was ihre Forschung ist, aber es klingt zumindest sehr interessant. Es klingt sehr interessant, vielleicht haben wir ja Glück. Und es ist auf unserer Seite. Jung und zerbrechlich. Ein Arzt, der sich auf der Reise nach Norden um unsere Kinder gekümmert hat, ist hier, um mit ihnen über die Evakuierung zu sprechen. Die Jüngsten sollten sofort zum Landrettenort evakuiert werden. Die Zustände hier werden immer schlimmer und wir dürfen ihre Gesundheit nicht aufs Spiel setzen. 5 Tage, um 50 Kinder zu schicken. 5 Tage, um alle Kinder zu schicken. Wie viele Kinder haben wir denn? Wahrscheinlich viel zu viele. Ich werde alle Kinder dorthin schicken, das ist mir egal. 189. 189 Kinder. Oh. Respekt. So oder so, damit die Folge nicht schon wieder viel zu viel Überlänge hat, war es das jetzt mit der heutigen Folge. Ob wir die Kinder alle retten können, das sehen wir in der nächsten Folge. Und wie immer gilt, Grüßli, euer Mr. Kruzi. Bis dahin. Tschüss.